Eine Großdiesellok der ehemaligen Reichsbahn-Baureihe 118 rangiert vor einen Personenzug. Genauso wie in den frühen 60er Jahren, als diese Gattung noch als V180 bezeichnet wurde. 118-770 ist heute Museumslok und gehört den Glauchauer Eisenbahnfreunden. Ausfahrt in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge. Wenige Jahre später gesellte sich die Diesellok-Familie V100 dazu. In verschiedenen Motorvarianten waren die späteren Baureihen 110 bis 114 bei der Reichsbahn im Personen- und Güterverkehr unverzichtbar. Nach der Wende als Baureihen 201, 202 und 204 bezeichnet. Auch eine große Rangierlokomotive gehörte zum Reigen der neuen Dieselloks der DDR-Reichsbahn. Als V60 erblickte sie ebenfalls in den 60er Jahren das Licht der Schienenwelt. Heute sind die letzten ihrer Art als Baureihen 345, 346 oder 347 unterwegs. Ende der 60er Jahre musste die DDR auf Weisung des großen Bruders ihre Diesellok-Entwicklung abbrechen und leistungsstarke Maschinen aus der Sowjetunion importieren. Die erste war die Baureihe 120, eher als Tiger-Trommel bekannt. Sie wurde zwar nach der Wende noch in die Baureihe 220 umgenummert, doch dann aber recht schnell ausgemustert. ...1973 kam dann der langjährige Leistungsträger zur DDR-Reichsbahn. Die damalige Baureihe 132. Ebenfalls importiert aus der Sowjetunion. Bis heute setzt sogar die Deutsche Bahn auf diese robusten dieselelektrischen Maschinen, die jetzt unter der Bezeichnung 232, 233 und 234 unterwegs sind. Und noch ein Import. Aus Rumänien kam ab 1978 die Baureihe 119. Die starke Störanfälligkeit führte fast zur kompletten Eindeutschung aller Teile. Trotzdem blieben die sogenannten U-Boote das Sorgenkind der ostdeutschen Bahnverwaltung. Eingesetzt im Personen- und Güterverkehr blieben die ab 1992 als Baureihe 219 bezeichneten Dieselloks bis 2003 aktiv. Hier vor einem Regionalzug in Barsdorf bei Berlin. Schauen wir uns die DR-Großdieselloks näher an. Die erste war die legendäre V180. In Ostdeutschland das Pendant zur Bundesbahn V200. Sie sollte den Dampfbetrieb in weiten Bereichen der Reichsbahn ablösen. Entwickelt vom Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg bei Berlin. Die dieselhydraulische Mehrzwecklokomotive erreichte in mehreren Bauserien von 1963 bis 1970 eine Stückzahl von 384 Maschinen. Der starke Rückgang der Transportleistungen machte die stolzen Maschinen nach der Wende schnell entbehrlich. Die nun als Baureihe 228 bezeichnete Diesellok wurde zum Auslaufmodell. Ausfahrt in Ilmenau. Bergstrecken in Thüringen wurden zum letzten Betätigungsfeld. Auf den Strecken Suhl-Ilmenau-Arnstadt und Ilmenau-Großbreitenbach fuhren die stolzen Maschinen ihre Fristen ab.
Wie zu alten Reichsbahnzeiten rollt 228 769 in den Bahnhof Ilmenau-Bad ein. Nur die Farbgebung der Wagen erinnert an die 90er Jahre. In ihrer Betriebszeit erhielt die mittlerweile als Baureihe 118 genannte Lok etliche Überarbeitungen. So wurden unter anderem stärkere Dieselmotore und neue Strömungsgetriebe eingebaut. Aus der Baureihe 118.0 wurde die 118.5. Auch die Sechsachser bekamen eine Aufwertung und mutierten zur Baureihe 118.6 bis 8. Nur die 118.1 behielt ihre alte Ordnungsnummer. Sie hatte bereits Motoren mit 2x1000 PS ab Werk erhalten. Im alten BW Cottbus, heute längst Geschichte, waren Anfang der 90er Jahre 118er noch selbstverständlich. Auch im Berliner Raum gehörte die Baureihe 118 Anfang der 90er Jahre noch zum täglichen Bild. Hier vor einem Regionalzug. Der Führerstand der heutigen Baureihe 228 ist einfach gestaltet. Alle Bedienelemente sind für den Lokführer im Sitzen erreichbar. Für damalige Verhältnisse etwas Besonderes. Nur die Geräuschkulisse zerrt an den Nerven. Trotzdem war die gute alte 118 bei den Personalen immer ein beliebtes Zugpferd. Einfahrt in die ehemalige Grenzkontrollstation Griebnitzsee. Am 30. Januar 1963 lieferte LKM Babelsberg die erste Serienmaschine aus. 384 wurden es bis 1970. Lange Zeit waren sie bei der DDR-Reichsbahn unersetzbar. Erst in der Nachwendezeit sank ihr Stern. Die Konkurrenz aus dem Westen und die Anschaffung moderner Triebwagen machte die Baureihe V180 schließlich entbehrlich. Doch viele blieben erhalten, als Museumsstück oder bei Privatbahnen. Die 118-770 ist heute Museumslok. Schon oft machte sie mit Sonderzügen Königdampf Konkurrenz. So auch im Herbst 2004 von Zwickau über Annaberg-Buchholz nach Kranzahl. Am Haken ein heute historischer DR-Personenzug.
Auf dem Rückweg nach Zwickau erinnerte 118-770 an alte Güterzugzeiten, denn auch aus dieser Traktionsart war die Großdiesellok früher nicht wegzudenken. Ausfahrt aus dem Bahnhof Wolkenstein im Erzgebirge.